Willkommen, Freunde, zu einem neuen Video. Ja, heute wird es um ein brandaktuelles Thema gehen. In Bezug auf den Titel ist dieser Wortwitz wirklich sehr amüsant. Ja, und zwar geht es um meinen Schwortest, den ich bei der Berliner Feuerwehr letzte Woche hatte. Hab mich dort für den mittleren feuerwehrtechnischen Dienst beworben. Der ein oder andere weiß, dass ich gerade in meinem Abitur stecke sozusagen, habe gerade meine Abiturprüfung und danach wollte ich eben ja, die Ausbildung bei der Feuerwehr antreten. Und dementsprechend war ich dort eben zum Schwortest letzte Woche, der eben zum Auswahlverfahren gehört. Ja, und da wollte ich euch einfach mal ein bisschen was drüber erzählen, wie der so ablief und ja, wie der so ausgegangen ist. Ja, und zwar, du Wichser. Ja, dieser Schwortest war 40 Minuten von mir entfernt. Ich musste um 7 da sein. Dementsprechend, ja, morgens ganz entspannt um 5 aufgestanden, 6 Uhr los. Hab mich auf mein Bike geschwungen, waren ganz entspannte, kuschelige 2 Grad. Ja, muss ich sagen, war wirklich angenehm. Hab mich auch absolut passend angezogen, nicht. Und zwar war mir arschkalt, mir war wirklich schon lange nicht mehr so kalt auf der Maschine, das muss ich wirklich sagen. Ja, bin dann also angekommen, ja, dann gab es halt erstmal eine kleine Einweisung, ja, heute werden wir dies und das mit euch testen, hat er uns erstmal halt erklärt. Teile des Sporttests werden eben sein, so ein Balance-Test, wo du über so Medizin beisteigen musst auf einer, ja, ich blende es euch hier gerade ein, ich weiß nicht genau, wie es heißt, auf so einem Balken halt eben. Musst du balancieren und über so einen Medizinball steigen, dann musst du 3000 Meter Lauf ablegen in 16 Minuten 30, also nicht länger als 16 Minuten 30 darfst du dafür brauchen. Dann Brustpresse und Latzug, also am Gerät sozusagen, mindestens 20 Wiederholungen, Höchstanforderungen waren 50 Wiederholungen, also das war die maximale Punktzahl. Da gab es dann eben noch so ein Forschungsgespräch und noch so eine Gruppenübung, da musste man als Team halt so eine gemeinsame Aufgabe erledigen, lösen, wie auch immer. Genau, das waren so Bestandteile des Auswahlverfahrens. Ja, ich so am Abend vorher, Jungs, so richtig aufgeregt, Alter, okay, was sagst du da bei diesem Vorstellungsgespräch? Es war nämlich kein einfaches Vorstellungsgespräch, sondern eine Selbstpräsentation. Du musst 5 Minuten über dich selber etwas erzählen. Und ja, was erzählst du da 5 Minuten über dich, ne? Angefangen hat alles mit dem Balance-Test sozusagen. Also, ja, sollte ich meine Balance unter Beweis stellen. Ich war absolut aufgeregt, kann ich euch sagen, Jungs. Als es dann losging, hat er uns nochmal so alles erklärt, okay, wie läuft das so ab? Du musst sozusagen 3-4 Mal auf diesen Balken hin und her laufen mit einem 10 Kilo Sack in der rechten Hand. Dann musst du die in der linken Hand wechseln, während du darüber balancieren bist, gleichzeitig halt über diesen Medizinball steigen. Ja, also war jedenfalls schon, ja, anspruchsvoll, weiß ich jetzt nicht. Für Leute, die halt Balance halten können, in dem Moment eigentlich gar nicht so schwer. Und 90 Sekunden hast du dafür Zeit, war eigentlich auch ausreichend die Zeit. Ja, ich bin einfach ein Mensch, in solchen Momenten bin ich einfach extrem aufgeregt. Gut, man kann sich dann in dem Moment halt schon irgendwie zusammenreißen, ist ja klar. Aber ich muss sagen, die Kombination mit absolut arschkaltem Anfahrtsweg und Aufgeregtheit, ja, sorgt halt nicht gerade für eine ruhige, standfeste Haltung. Kann ich euch sagen, kann sich jeder vorstellen. Keine Ahnung, ich war einfach relativ unruhig. Und deswegen hatte ich einfach vor diesem Test eigentlich fast am meisten Angst. Bei den anderen Sachen dachte ich mir, gut, okay, Kraft und ich gehe trainieren nebenbei. Und ja, keine Ahnung, das wird schon irgendwie machbar sein mäßig. Aber davor hatte ich halt wirklich Schiss. Guckt euch dieses Panorama an, Jungs. Ist es nicht wunderschön? Ja, ist es. Man hat übrigens zwei Versuche dann für diesen Test. Hat der Boy also angefangen und ist zweimal runtergeflogen. Good job. Good job. Really good job. So, jetzt muss man natürlich sagen, uns wurde vorher gesagt, okay, jedes einzelne dieser Elemente ist ein K.O.-Kriterium. So, das Problem war halt, nach meinem ersten Versuch, da habe ich schon rumgehampelt, das könnt ihr euch nicht vorstellen einfach. Bin schon so jedes Mal kurz vorm Runterfallen noch gerade so wieder irgendwie Balance gepackt und pipapo. So, ich habe denen dann eine Show geboten, unfassbar. Jedenfalls, ja, war es halt knapp, aber ich bin halt letztendlich trotzdem zweimal einfach runtergeflogen. Richtig behindert. Da meinte halt dieser Trainer so zu mir, okay, für dich geht das Auswahlverfahren, beziehungsweise dieser Sporttest halt erstmal ganz normal weiter. Da dachte ich mir, okay, komisch. Ich bin jetzt nicht rausgeflogen deswegen. Warum?
weil ich hatte halt gedacht, hatten ja auch vorher gesagt, dass es eben K.O.-Kriterium ist. So dachte ich halt, okay, vielleicht drückt er noch mal ein Auge zu, so mäßig, weil er halt irgendwie sich dachte, okay, der hat es ja fast geschafft und Aufregung. Naja, jedenfalls habe ich mich gehörig darüber aufgeregt, dass ich es halt nicht geschafft habe. Ist ja klar. Dachte mir dann aber letztendlich halt, als er da meinte, so, okay, du machst jetzt weiter, dachte ich mir erstmal, okay, gut. Dann machst du jetzt den restlichen Teil einfach umso besser. Zeigst denen halt, dass du eben kein Vollidiot bist und dass du es eben doch irgendwie kann. Ja, dementsprechend habe ich dann eben die nächsten Elemente wie Kraft, also hier Brustpresse und Latzug, habe ich 50 Wiederholungen überall geschafft. Also höchste Punktzahl. Da kam der 3000 Meter Lauf. Habe ich auch in 14 Minuten gepackt. 16:30 war halt Höchstzeit. Ja, Jungs, da denkt man sich natürlich so, okay, erster Teil habe ich zwar absolut reingeschissen, so mit der Balance, aber gut, den Rest habe ich wenigstens gepackt und so, auf geht's. Habe halt einfach mein Bestmögliches gegeben, so. Ja, Jungs, waren wir dann alle fertig mit den ganzen Sachen, also mit den Elementen. Dann stand sozusagen kurz vor dieser Selbstpräsentation. Dann hatte man eben Zeit, sich irgendwie ja, frisch zu machen, zu duschen und ja, sich einfach so ein bisschen auf diese Selbstpräsentation halt eben vorzubereiten. Ja, Jungs, müsst ihr euch vorstellen, ich komme aus diesem Raum raus, aus der Umkleide, habe mich sozusagen nach dem Duschen halt einfach wieder angezogen, einfach motiviert auf die Selbstpräsentation, weil ich mir halt dann doch schon so ein paar gute Argumente zurechtgelegt habe, warum ich es bin, der diesen Job haben sollte. Ich habe schon eine Weile so diesen Plan, beziehungsweise diesen Traum halt so zur Feuerwehr zu gehen, ne, halt da eine Ausbildung zu machen. Ja, komme ich aus der Umkleide raus, sagt mir diese Leiterin da, ja, Digga, so hat es zwar nicht formuliert, aber Digga, der erste Teil war halt ein K.O.-Kriterium, deswegen ja, bist du leider raus. Kannst leider nicht mehr am weiteren Auswahlverfahren teilnehmen. Danke fürs Kommen mäßig. Ja, was denkst du da erstmal? Ja, war gut überrascht auf jeden Fall. Was war denn das, Alter? Erstmal bremsen. Oh, rote Ampel. Ach, scheiß drauf, mach ich noch. Ja, ihr müsst euch halt einfach vorstellen, so in dem Moment hatte ich einfach schon wieder komplett vergessen, dass ich halt beim ersten Test am Morgen einfach verkackt habe, so, weil ich mich halt so darauf konzentriert habe, einfach alles andere umso besser zu machen und da eben die bestmögliche Punktzahl überall rauszuholen und ja, mich einfach voll und ganz darauf zu konzentrieren, eben trotzdem durchzukommen. Ja, habe ich halt einfach komplett vergessen, dass ich am Morgen eben dieses K.O.-Kriterium irgendwie verkackt habe. Und irgendwo hatte ich halt diese Hoffnung so, okay, vielleicht haben sie ein Auge zugedrückt, weil er eben meinte so, ja, kannst erstmal weitermachen. Ja, jedenfalls war ich einfach komplett darauf eingestellt, so, okay, geht halt weiter. Und ja, dann sagt mir halt die Gude halt einfach, dass ich nach Hause fahren darf. Und dann dachte ich halt so, RIP, direkt vor dem nächsten Zug. Nein, natürlich nicht. Leben geht weiter, so, aber... Ja, keine Ahnung. Ich war halt einfach Laune im Arsch, kann sich jeder vorstellen. Und da habe ich mir halt einfach nur so die Frage gestellt, so, warum lassen die mich halt einfach so diesen ganzen Test noch durchlaufen, wenn von Anfang an klar war so, dass ich nach Hause fahren kann und eh raus bin, so weißt du? Dann hätte ich mir halt dieses Abgeracker beim 3000 Meter Lauf zum Beispiel so absolut sparen können und halt auch die Krafttraining-Sachen. Da denkt man sich halt so, okay gut, hätte ich auch um 7 Uhr nach Hause fahren können, wo das alles angefangen hat, anstatt noch bis 11 Uhr war ich glaube ich dann, bis 11 Uhr war ich dann schließlich da, bis 11 Uhr dann noch die ganzen Sachen halt zu durchlaufen und dann eben doch nach Hause zu fahren. Keine Ahnung, das war halt so die Frage, die ich mir dann gestellt habe. So im Nachhinein bin ich eigentlich sogar irgendwo froh, dass ich das noch gemacht habe, weil ich halt dadurch einfach so dieses Gewissen habe, okay, so das Wichtigste oder das Schwierigste, so das habe ich halt irgendwie geschafft, aber halt ja, das Einzige, was halt irgendwie überhaupt nicht wichtig ist, habe ich halt nicht geschafft. Das fand ich halt dann irgendwo an diesem Sporttest System sage ich jetzt mal, oder an dieser Idee des Sporttests, dass man dann eben ja wegen solchen Sachen wie eines Balancetests, der eben für den Beruf als Feuerwehrmann bestimmt nicht unwichtig ist, Balance sollte man beherrschen, ja, keine Frage. Aber es ist ja nicht so, dass ich keine Balance beherrsche. Ich meine, ich kann auch hier freihändig fahren, ohne dass mir die Maschine wegklappt. Natürlich hat es jetzt nicht unbedingt viel mit Balance zu tun. Aber ihr wisst, was ich meine. Es lag halt einfach so an der Aufregung und so weiter. Und dass daran dann halt eben entschieden wird, okay,
du bist halt nicht geeignet für den Job und du kannst halt nicht weitermachen, obwohl du halt die wichtigsten Elemente wie Laufen, was, oder beziehungsweise Ausdauer, was halt wichtig ist, und Kraft, was wichtig ist, so die Elemente, die du halt wirklich auf die Reihe bekommen hast, für die wird man nach Hause geschickt. Das fand ich halt irgendwo ein bisschen, ja, das fand ich halt einfach nicht so cool. Aber Jungs, das bedeutet halt jetzt einfach, ja, Ausbildungssuche geht weiter. Erstmal muss ich mein Abitur fertig kriegen. Dann habe ich sowieso erstmal richtig schön viel Freizeit. Ja, keine Ahnung. Und dann wird halt einfach weitergeguckt, Jungs, Leben geht weiter, so, nicht unterkriegen lassen von sowas. ja, das wollte ich euch einfach nur mal kurz so erzählen. Ich weiß nicht, ob euch das jetzt, ja, ob das jetzt interessant war zu hören mal. Keine Ahnung, vielleicht einen Sporttest verkackt haben. Die wissen, wie ich mich fühle. Oder jemand, der diesen Sporttest noch bevorsteht, dem dieser Sporttest noch schon bevorsteht, dem habe ich jetzt absolut Angst gemacht wahrscheinlich. Weil der sich so denkt, fuck man, wenn ich jetzt den ersten Teil des Tests einfach verkacke, dann bin ich raus, man. Ja, keine Ahnung. Aber so für alle, die sowas eben noch vor sich haben, kann ich nur sagen, bleibt ruhig. Macht's euch einfach nicht, wie ich, kaputt. Von so einer Scheiße, einfach nur Aufregung. So aufgeregt kannst du immer sein, aber nicht in solchen wichtigen Momenten. Das war einfach, und ich persönlich ärgere mich darüber einfach extrem, wie man sich vorstellen kann. Versucht euch in dem Moment einfach ein bisschen zu beruhigen. Habe ich auch probiert in dem Sinne, aber halt irgendwie, ja, nicht vernünftig auf die Reihe bekommen. Macht's einfach besser als ich. Ja, dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Bedanke mich fürs Zuschauen. Haut da rein, Jungs. Wir sehen uns. Bis dann.